Wie schaut ein Angriff von einem Wolf auf einen Menschen aus? Wir werden uns heute Videos dazu anschauen und darauf reagieren. Und dann werden wir die wichtigsten Fragen in Bezug auf den Wolf ein für alle Mal klären. Für das heutige Video habe ich mir jemanden zur Unterstützung eingeladen, der sich bestens mit diesen Tieren auskennt, und zwar den Philipp Chaya. Und noch ein kleiner Hinweis, in diesem Studio war es verdammt heiß und ich habe die ganze Zeit geschwitzt und schon vom Anfang an war mein Hemd völlig nass. Ich hoffe, das Video gefällt euch trotzdem. Los geht's! Philipp, möchtest du dich mal kurz vorstellen und vor allem möchtest du uns erzählen, warum oder was genau dich qualifiziert, dass du es mit diesen Tieren drauf hast? Erstmal, Wolfgang, vielen, vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf. Mein Name ist Philipp Chaya, ich bin noch 33 Jahre alt. Ich bin Buchautor von Beruf und habe tatsächlich 5 Jahre lang mit einem Wolfsrudel gearbeitet, mir ihr Vertrauen erarbeitet und ich muss sagen, dass die Tiere sehr, sehr gut kennengelernt und lesen gelernt und vor allen Dingen zu schätzen gelernt. Du hast eben ein Buch geschrieben und zwar einen Bestseller sogar. Ja? Ich habe mir dieses Buch durchgelesen und ich habe es auch hier. Ich hole es ganz kurz. Isegrim, eine verdammt andere Geschichte. Und du hast hier das eine oder andere interessante Erlebnis mit Wölfen gehabt. Du hast auch sehr viel von Wölfen lernen können. Auch Dinge, die du eigentlich für dein Leben mitnehmen konntest. Ja? Also in gewisser Hinsicht waren die Wölfe ja auch so was wie Coaches oder Mentoren für dich. Ja, so kann man das eigentlich so, mit Mentoren würde ich es auf jeden Fall nennen. Mich würde jetzt interessieren, es gab ja auch mal so die eine oder andere etwas brisante und vielleicht ein bisschen gefährliche Situation. Wo er mich ein bisschen... Wo du so ein bisschen angeknabbert oder gezwickt wurdest. Ja, also das darf man jetzt auch nicht als Angriff sehen, also dass ein Wolf angreift. So ein bisschen anzwickern, es tat auch nicht weh, muss man dazu sagen. Man muss sich die Wölfe und vor allen Dingen Wölfe in Gefangenschaft, wo es in dem Moment auch war, als eine sehr geschlossene Einheit vorstellen. Ja. Da ist Mutter Natur ist nicht mehr in der Lage, auszubrechen. Ja. Wölfe flügge werden und so weiter und so fort, das geht nicht, weil sie ja in Gefangenschaft leben. Mhm. Deshalb gibt es ja auch nur in Gefangenschaft diese Hierarchien, dieses Alpha, Beta, Omega etc. pp. Wölfe versuchen auch viel zu testen, vor allen Dingen, wenn sie in Gefangenschaft sind. Zu testen, so ein bisschen, vielleicht sogar teilweise provozieren, so ein bisschen auf die freche Art und Weise. Ja. In freier Wildbahn testen sie aber auch, oder? Testen sie auch, ja, aber das hat anders, hat ganz andere Dynamiken. Ja. Ja. Das ist dann auch viel mehr im Welpenalter, es waren auch keine Welpen mehr. Die waren schon alle adulte Tiere. Und in der Situation, wo ich da war, ohne jetzt viel zu spoilern, weil sonst das geht nämlich auch ein bisschen auf die Geschichte ein, hat der Leitwolf Oss von dem Rudel, hat mal kurz an meinem Hintern geknabbert. Um mir zu zeigen, ich stehe hier ein bisschen im Weg rum. Also er wollte dir einfach nur sagen, darf ich da mal vorbei auf Wolfssprache sozusagen? Ja, ich will jetzt da nicht mehr verspoilern, weil das ist eine sehr, sehr coole Schlüsselszene in der Story. Der Alpha-Wolf muss nicht immer der stärkste von allen sein. Nicht immer, nein. Ja? Also so, körperlich stark. So, genau, körperlich stark. Ja, insgesamt so als Erscheinung oder als Wesen wird das sicherlich der stärkste sein. Aber eben, was uns das beibringt, ist, dass sich Stärke jetzt nicht nur ausschließlich aus physischer, körperlichen Stärke ergibt, sondern dass diese allgemeingültige Stärke vielmehr so eine Mischung ist aus Präsenz und auch aber aus Durchziehen. Ja? Der hat ja immer durchgezogen. Genau. Der hat nicht irgendwie gezweifelt oder so, er war immer voll da. Ja. Und auch in gewisser Form hat er ja auch diese Führungsqualität gezeigt, dass er auch das Rudel zusammengehalten hat. Ja? Genau. Ja? Und da kommen wir auch schon zu einem nächsten Thema, nämlich das Sozialverhalten der Wölfe. Die Wölfe haben tatsächlich verschiedene Werte. Ja? Also für die ist zum Beispiel Loyalität und Vertrauen sehr wichtig. Ja? Auch, dass der Alpha-Wolf eben seine Rolle als Alpha-Wolf erfüllt,
Und das heißt jetzt nicht, dass er nur von oben herab den anderen jetzt auf die Schnauze gibt, sondern der Alpha-Wolf hat natürlich auch eine Verpflichtung gegenüber dem Rudel. Ja? Genau. Und wenn er dieser Verpflichtung nicht nachkommt, wird er ausgetauscht oder vertrieben. Vertrieben, oder? Also im es kommt immer darauf an. Es gibt ja auch so dieses False Alpha bei wilden Wölfen. Ist zum Beispiel gibt es diese coole Story von der Wölfin O6 in Yellowstone, wo diese große Wolfspopulation ist, wenn extrem viel Wolfsrudel beobachtet hat in ihrem Verhalten. Mhm. Und da gab es zum Beispiel Wölfe, die irgendwie ihre Macht missbraucht haben als Leittier, ja, die dann andere Wölfe gemobbt haben, mit Gewalt gemobbt haben. Und die haben dann auch nicht mehr so lange überlebt, weil irgendwann hat sich dann auch das Rudel gegen dieses vermeintliche Leittier gestellt und es dann tatsächlich getötet. Das sind auch vorgekommen. Also dieses Alpha und vor allem, was wir Menschen da immer so drauf, dieses Wort Alpha-Tier, was wir Menschen auch immer rein interpretieren, das ist meistens, ist es ja angeknüpft hier so an körperliche Überlegenheit etc. pp. Aber so ein Leittier wie im Wolfsrudel hat extrem viele Pflichten. Vor allen Dingen auch dieses Wachsame. Ja, das ist auch dieses, man merkt es auch zum Beispiel, das ist jetzt beim Wölfen in Gefangenschaft so, war in dem Rudel, das ich begleiten durfte, war das so, dass wenn die anderen gefressen haben, dass Oss so ein bisschen immer so diesen 360-Grad-Blick gehabt hatte um das Rudel rum. So, und die sind jetzt beschäftigt, die Jungs. Jetzt gucke ich mal, was um uns rum passiert. Ja, ich passe auf, während die essen. So, und während er gegessen hat, hat das Rudel aufgepasst. Ja. Die waren nie unbeobachtet. Und jetzt habe ich, während wir reden, habe ich tatsächlich einen interessanten Gedanke. Mhm. Weil als ich dein Buch gelesen habe, hast du ja geschrieben, dass eben zum Beispiel diese Loyalität für die Wölfe sehr wichtig ist. Ja, innerhalb ja. des Rudels. Das ist ja? Wichtig, ja. Und dass das für die ein sehr großer Wert ist, der erfüllt werden muss, damit man als Wolf zum Rudel dazugehören darf. Dass das Rudel funktionieren oder kann überhaupt. Dass das Rudel überhaupt funktionieren kann. Dann hast du aber im Buch eben auch geschrieben, dass bestimmte Individuen des Rudels immer wieder so ein bisschen versucht haben, so dem Alpha-Wolf so eins rein oder so ein bisschen provozieren, so ein bisschen Grenzen aus dessen schauen, was kann ich, was kann ich nicht. Und der Wolf, der Alpha-Wolf, aber das immer sofort im Keim erstickt hat. Ja. Und jetzt habe ich eben die Frage, weil ich dachte mir eben, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ja, alter Loyalität, wo ist hier Loyalität? So, wenn ich Captain bin von einem Schiff, dann bin ja ich, wenn ich es drauf habe, in dem Moment das Alpha-Exemplar. Und wenn dann aber andauernd meine Mannschaft versucht, meine Autorität in Frage zu stellen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Dann würde ich jetzt hergehen und sagen, Junge, Loyalität ist hier keine Spur, verpiss dich von meinem Schiff. Ja. Ja. Aber jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, weil wir ja von den Pflichten auch des Alpha-Wolfes gesprochen haben, kann es sein, dass dieses Grenzen aus dessen möglicherweise eine Art und Weise der Wölfe ist, wie die sicherstellen, dass auch der Alpha-Wolf seine Rolle als Alpha-Wolf erfüllt. Ja, auf jeden Fall. Dass die quasi ein bisschen die Qualitätsprobe machen, ob das noch so steht. Das ist ganz klar, weil sonst wird sich das Rudel neu formen. Mhm. Ja? Es ist aber auch völlig normal, dass es solche in Gefangenschaft, man muss immer dazu sagen, das gibt es in der freien Natur eher nicht so häufig. In der Gefangenschaft wird es häufiger beobachtet, dass Wölfe halt untereinander sehr viel, wenn es ein gesundes Rudel ist, sehr viel Rangdiskussionen haben, sagen wir mal eher. Wenn es ein ungesundes Rudel ist, weil es gibt auch viele Tierparks, die das schlecht machen natürlich, dann ist es so eine Gruppifizierung, dann wird es statt ein Rudel eine Gruppe und dann wird es schon ungesund für das Rudel. Wie gesagt, liebe Freunde, ich kann euch dieses Buch empfehlen. Wenn es euch interessiert, ja, Isegrim, Link ist in der Videobeschreibung und im angebindeten Kommentar. Der Wolf ist ein Wolf und der Mensch ist ein Mensch, ja. Und da gibt es immer diese romantisierte Vorstellung von Menschen, die jetzt irgendwie zu einem Wolfsrudel gehen und dann irgendwie Teil des Rudels werden und so. Das hat man ja dir auch schon mal unterstellt, so verstanden habe. Und da hast du eine ganz klare Vorstellung von dem Ganzen. Mhm. Möchtest du uns das mal näher erklären? Ja, das auf jeden Fall ist es auch eine Meinung. Ja. Es gibt auch viele Menschen, die mit Wölfen schon zusammengelebt haben, also wirklich gelebt haben, also auch bei denen übernachtet, gegessen. Lass bitte die Finger von solchen Sachen. Wölfe kommunizieren ja auch viel nonverbal. Typisches Beispiel, über die Schnauze beißen. Ja, das ist keine Aggression.
Ja, das ist aber auch eher so ein, wenn es zur Provokation geht, kommt ein gutes Mittel unter Wölfen zu sagen, okay, stopp, mach mal hier langsam, geht nicht mehr weiter. Ja, war ein bisschen zu krass, was du gemacht hast. Wenn du aber als Mensch, wenn dir ein Wolf über die Schnauze beißt, du wirst verletzt dabei. Ja, du wirst zwanghaft irgendwann mal verletzt dabei. Das würde mir nicht gefallen. Das täte auch was verdammt weh. Würde ich als eine leicht aggressive Handlung bezeichnen. Dann ist schon mal das Gefahrenpotenzial zwischen Mensch und Tier viel zu hoch, unnötig hoch, dann bis die Tiere dich mal irgendwie, ich sag mal in Anführungszeichen, akzeptiert haben als Rudelmitglied, vergeht ewig viel Zeit. Es ist sehr viel Stress für die Tiere, auch unnötigen Stress, ja, weil sie dich nicht einschätzen können. Die können ja auch sehen. Die können auch deine Form erkennen und die sagen, den Geruch erkennen, deine Form erkennen und sagen, irgendwas stimmt mit dir nicht. Ja, irgendwas bist du, bist nicht einer von uns. Ja, die sind auch nicht blöd. Dann sind deine Verhaltensweisen, deine Verhaltensstrukturen ganz, ganz anders. Also wie gesagt, du bist ja kein Wolf. Ah. Und da finde ich einfach, dass wir einfach die als Menschen auch die Grenze wahren und sagen, hopp, lass doch die Tiere sein und wir Menschen die Menschen sein. Wir haben unsere eigenen Probleme, die wir angehen müssen. Jo, Wolfsforschung kann auch mit Monitoring betrieben werden. Das finde ich auch gesünder für die Tiere. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal ein Video an von einem Angriff von einem Wolf. Das ist in einem Gehege passiert und dazu haben wir einiges zu sagen, oder? Also was wir in diesem Video jetzt gesehen haben, ist, ich hatte irgendwie den Eindruck, dass dieses Rudel in sich schon irgendwie so sozial nicht vereinigt war oder dass da irgendwie so ein Problem schon innerhalb des Rudels war, wie du selber auch schon angesprochen hast. Gebe ich auf jeden Fall recht, das Rudel war nicht homogen. Es, um es mal von Anfang an zu sagen, die Situation, was wir da gesehen haben, ist absolut unverantwortlich, vollkommen inakzeptabel und wahnsinnig gefährlich, brandgefährlich sowas. Von außen nach innen erstmal das ganze Setting von dem Video, das ganze Setting, was da passiert ist. Irgendwie, ich habe jetzt gezählt, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube acht Soldaten oder sieben Soldaten, das war relativ viel. Es waren jedenfalls zu viele Menschen. Dann hast du auch noch drei andere Hansels gehabt, die da rumfotografiert haben und rumgefilmt haben. Plus noch die Pflegerin. Also das Rudel war völlig unter Stress gestanden. Tiere hatten Angst teilweise. Es gab Mobbing-Aktionen, das hast du im ersten Moment gesehen, ich glaube, das war eine Fee, also eine weibliche Wölfin, die von einem Soldaten zu einem anderen Soldaten hin wollte. Der andere Wolf, Geschlecht konnte ich nicht erkennen, hat geknurrt, ist in die Defensive gegangen, hat aber abgelassen von dem Soldaten und ist dann, hat es von dann gezogen und wurde dann nochmal von seinen Rudelmitgliedern, hat nochmal einen draufbekommen und wurde dann gemobbt. Also hast du gesehen, dass das Rudel extrem unter Spannung steht, dass es nicht homogen ist, nicht gesund, sozial und mental gesund ist. Die Menschen waren tatsächlich dadurch, dass diese Pflegerin, die da reingebracht hat, in diese Situation waren natürlich unter Gefahr gestanden, das ist ganz klar. Wo sie den Wolf wegtritt und der Wolf kommt immer wieder zurück, das ist eine Fee, so wie sie aussieht, kommt immer wieder zurück und sie ganz kurz für die Zuschauer, ne? Eine Fee ist ein weiblicher Wolf. Ist weiblicher Wolf, ja, und Rüde ist ein männlicher Wolf. Ist ein männlicher Wolf. Ja, und die Szene, wo den Wolf, den sie ja wegkickt, zurückkommt und versucht, sie nochmal zu provozieren, anzugreifen und sie immer wieder dieses Stand Your Ground macht und sich da als Alpha positioniert. Allein diese, dass das überhaupt schon stattfindet, ist schon scheiße. Es wäre auf jeden Fall in dieser Zeit gewesen, genau an diesen Situationen, alle versammelten da raus aus dem Ding und die Tiere erstmal runterkühlen lassen, weil die waren ja vollkommen erregt durch den Wind und wahrscheinlich auch also 1000%ig gestresst. Und das ist auch das, was wir vorhin angesprochen haben. Ja, man kann nicht Teil des Rudels werden. Nein. Das war wahrscheinlich auch
fast schon der Primärfehler, der hier stattgefunden hat, dass diese Frau sich hier als Teil des Rudels und als Alpha-Wolf jetzt in Szene gesetzt hat. Absolut. Es gibt aber auch einen Vorfall, der sich tatsächlich hier in Italien zugetragen hat. Übrigens für die Zuschauer, ich werde oft gefragt, woher, was ich für ein Landsmann bin und woher ich komme. Ich wohne in Italien und wir nehmen hier gerade in Italien auf. Wir nehmen gerade in Italien auf. Ist auch sehr schön hier, muss man wirklich sagen. Ja, auf jeden Fall, aber es ist verdammt heiß. Es ist sehr warm, es schwitzt auch wie Sau. Es ist echt, ihr glaubt gar nicht, ja, es fällt mir gerade schwer, mich zu konzentrieren und ich habe das Gefühl, ich bin irgendwo undicht oder so. Keine Ahnung. Alter. Aber um zurückzukommen auf das Thema, es hat eben auch hier in Italien offensichtlich einen Angriff von einem Wolf auf einen Menschen gegeben, auf ein menschliches Kind. Dabei soll der Wolf auf das Kind zugegangen sein und er soll sich das Kind geschnappt haben und soll versucht haben, das Kind zu verschleppen. Jetzt ist meine Frage an dich, gibt es dafür auch irgendwie eine logische Erklärung und wie kann man sowas verhindern? Sollte man einen solchen Problemwolf unter Anführungszeichen vielleicht doch entnehmen oder gibt es da eine friedlichere Lösung? Ja, ich kenne den Fall sehr, sehr gut tatsächlich. Der Fall hat sich zugetragen in Marina de Vasto, das ist in Abruzzen, in der Region Abruzzen, an der Adria. Für mich, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich da in Marina de Vasto sich Wölfe aufhalten. Es ist viel zu laut, es ist viel zu gefährlich für die Tiere, es ist viel zu hell, viel zu viele Autos, viel zu viele Menschen. Er hat keine Beutetiere, er hat keine Möglichkeiten, sich da zu verstecken. Also es lohnt sich einfach nicht, dass sich da ein Wolf oder ein Wolfsrudel aufhalten sollte an diesem Badeort. Dazu kommt noch, dass die Region um Marina de Vasto und generell dieses Baderegion Vasto wahnsinnig große Probleme mit streunenden Hunden hat. Also die haben ganz, ganz viele streunende Hunde und die Tierheime sind maßlos überfüllt. Die bekommen das Problem seit Jahrzehnten nicht gescheit in den Griff. Was ein weiterer Punkt ist, wo man dazu erwähnen muss bei dem Fall, der Vater des Mädchens, der das Mädchen von dem vermeintlichen Wolf gerettet hat, hat ja gemeint, es wäre ein Wolf. Er hat gesagt, das Tier hat ausgesehen Wolf. So, in Italien, vor allen Dingen auch in der Region Abruzzen, sind Wolfshybriden, also die Mischung aus einem Hund und einem Wolf als Haustiere extrem beliebt. Das ist sehr problematisch. Vor allen Dingen in generellen Italien sind sogenannte High-Content-Hybride sehr beliebt als Haustiere. Die heißen halt High-Content und das bedeutet, dass der Wolfsanteil in diesem Tier wesentlich höher ist wie der Hundeanteil. Also das sind extrem komplizierte Tiere. Viele Hundehalter, die das Tier haben, die kommen damit nicht klar und setzen diese High-Content-Viecher dann wieder aus. Die können sehr gefährlich werden und sind auf gar keinen Fall als Hund zu halten. Und vor allen Dingen in Deutschland sind die High-Content-Wolfshybriden auf jeden Fall genehmigungspflichtig, in Italien nicht. Also ich glaube, summa summarum, nicht, dass es in diesem Fall der Wolf der Angreifer war. Dagegen sprechen einfach viel zu viele Beweise, dass sich das um einen Hund gehandelt hat. Wir haben ein weiteres Video vorbereitet und zwar von einem Vorfall, der sich in Deutschland zugetragen hat. Ja, man sieht in diesem Video eine Frau, die scheinbar von einem Wolf jetzt verfolgt wird, so wie es aussieht. Da kommen wir wieder zum Thema Überläufer, wo ich am Anfang gesagt habe, dass Wölfe das Rudel verlassen und es sieht sehr, sehr nach einem Jungtier aus, was der Frau über den Weg gelaufen ist. Ich kenne das Video natürlich, das ist schon ein paar Mal durch die Presse gegangen und durch Social Media und ich bin da irgendwie 80 Millionen Mal drauf markiert worden auf Instagram. Und viele Leute haben sich halt über diese Frau lustig gemacht. Ich muss also erstmal sagen, ich kann die Frau ja verstehen, dass sie Angst hat. Die hat vielleicht in meinem Leben noch nie einen Wolf gesehen. Ja? Dass sie erstmal panisch wird und rumschreit, um das Tier auf Abstand zu halten, ist vielleicht jetzt nicht so unbedingt die beste Lösung gewesen, aber ich kann es verstehen. Also da ein bisschen fair bleiben. Als allererstes Abstand zu dem Tier gewinnen. Ja, das Tier wollte ihr nichts Böses. Das war definitiv kein Angriff. Das Tier kennt vielleicht kein Mensch. Das ist ein Jungtier, ein Überläufer. Es ist auf der ist Flügge geworden, sucht ein anderes Rudel.
Dann haben sie sich da getroffen, die zwei oder die drei. Sie hat auch noch einen Hund dabei gehabt. Den Hund auch als allererstes mal ganz nah an sich dran holen. Die hatten ein bisschen zu arg viel Abstand zwischen dem Hund und der Besitzerin. Also Hund wirklich zack beiseite halten und die bleibt dann auch am Bein und nicht irgendwie 5 Meter weg, sondern am Bein. Also eine Einheit bilden. Dann wächst er erstmal größer und dann auf jeden Fall, das sagt man zwar immer bei Wildtieren, aber auf jeden Fall erstmal Ruhe bewahren. Immer ein bisschen cool bleiben. Der Wolf hat keinen Angriff gestartet, es war auch kein Scheinangriff, wie viele das gesagt haben. Der Wolf war einfach nur neugierig. Mhm. Wenn wir mal checken wollen, was das ist. Und in solchen Situationen, die können beängstigend sein, das kann ich absolut verstehen, einfach Distanz zum Tier aufbauen. Langsam, sicherer Rückzug. Gerne auch schreien, ey. Das bringt auf Dauer schon was, muss aber nicht sein. Ruhig bleiben ist immer die bessere Alternative. Und wenn er zu nah kommen sollte, gerne auch was hochheben. Also ein Handy hochheben, irgendwas hochheben. Dann muss der Wolf sich automatisch nach hinten setzen und hochgucken. Ein bisschen Verwirrung habe ich jetzt. Entschuldigung, dass ich dich so unterbreche. Weil du hast gesagt, wichtig ist ruhig bleiben, aber dann hast du gesagt, gerne auch schreien. Ja, also wie gesagt, ich find es, weil du kannst dich immer bemerkbar machen einem Tier gegenüber. So zum Beispiel, das merkst du ja auch, du bist ja selbst oft in der Natur unterwegs. Wenn du dich bemerkbar machst einem Reh oder einem Wildschwein gegenüber, dann weiß ja das Tier, dass du kommst oder dass du in der Nähe bist. Also man kann sich schon bemerkbar machen. Ich finde es jetzt nicht schlimm persönlich. Ich meine, man sollte nicht in Panik verfallen. Die Frau verfällt in Panik. Also um es auf den Punkt zu bringen, ruhig bleiben und nicht unbedingt jetzt so panisch herumschreien und diese Kontrolle über sich selber verlieren. Richtig. Aber es ist schon wichtig, dass man sich bemerkbar macht. Man kann sich schon bemerkbar machen. Und das kann man auch machen. Also bei Bären ist es zum Beispiel so, dass du dich jetzt, du kannst dich bemerkbar machen, aber du sollst auch nicht den Bär so richtig anschreien, sondern du machst dich bemerkbar, indem du einfach laut und bestimmt und auf eine ruhige Art und Weise dasselbe sprichst. Dasselbe könnte man beim Wolf machen. Genau. Aber wie gesagt, es war ja absolut nicht in der Gefahr, dass der Wolf angegriffen hätte. Sonst wäre das ganz anders, da hätte es ganz anders ausgesehen. Jetzt haben wir gesagt, ne, den Hund ist es wichtig, unter Kontrolle zu bringen, wenn ich jetzt im Wolfsgebiet unterwegs bin. Mich erreichen sehr oft Fragen, auch von Leuten, die jetzt zum Beispiel reiten gehen mit Pferden. Wie ist es da? Also ganz ausschließen kann man es natürlich nie. Ja, das wäre ja auch, glaube ich, fatal, wenn ich sagen würde, ein Wolf greift kein Pferd an. Ja, das würde ich jetzt nicht ausschließen wollen. Aber Wölfe sind hier, sagen wir mal, vor allem in Deutschland, haben ja das meiste, was sie reißen, ist Muffelwild und Rehwild. Ja? Also deutlich kleiner wie ein Pferd. Weniger wehrhafte Tiere. Weniger wehrhafte Tiere. Weniger wehrhafte Tiere. Genau. Und so ein Gaul, sagen wir mal ehrlich, was liegt so ein Gaul, eine halbe Tonne? Ja, das kommt auf die Rasse drauf an, aber kommt hin. Kommt hin. Der lässt sich auch nicht so arg viel gefallen. Also ich würde es auch eher in die Kategorie sehr unwahrscheinlich einordnen, dass ein Wolf, ein deutscher, europäer, mitteleuropäischer Wolf, der sonst nur Jagd auf Kleinwild macht oder Rehwild macht oder Muffelwild macht, dass der ein Pferd samt Reiter als potenzielles Ziel sieht. Das, und vor allen Dingen als allein schon mal gar nicht. Wo wir bei einer ganz wichtigen Statistik sind, und zwar, es ist ja zu Wolfsangriffen gekommen. Das kann das man stimmt, jetzt ja. nicht leugnen. Aber wir haben hier 127 Angriffe in wie vielen Jahren? 70 Jahren. In 70 Jahren und 107 davon waren Tollwut. Also die Zahlen sind aus der NINA-Studie. Das ist eine Studie, die zum Beispiel Begegnungen zwischen Menschen und Wolf erforscht oder auch mit anderen Wildtieren forscht. Und das, ja, wie gesagt, das ist in 70 Jahren entstanden, die Studie. Und vor allen Dingen muss man dazu sagen, dass es in Europa und Nordamerika geforscht worden ist. Also die zwei Länder, Europa, nicht EU, sondern das geografische Europa bis nach Russland hin und Nordamerika. In 70 Jahren sind so viele Fälle passiert und 10 von diesen Fällen waren tödlich in 70 Jahren. Wenig. Das ist wenig, wenn man mal bedenkt, wie viele Todesfälle es gibt, die durch andere Menschen zustande kommen. Im Jahr 2022 in Deutschland gab es 200.000 körperliche Gewaltverbrechen an Menschen, also Mensch gegen Mensch. Davon waren 1.800 mit Todesfolge. Nur im Jahr 2022. Es ist super, super unwahrscheinlich, dass euch ein Wolf angreift oder dass ein Kind angegriffen wird von einem Wolf. Ja? Wölfe sehen uns nicht als Beutetiere oder auch nicht als Feinde, wenn wir uns denen fair und vor allen Dingen sensibel verhalten, also sprich, was man mit jedem Wildtier machen sollte,
Abstand, Respekt, dann haben die keinen Grund, irgendwas mit uns zu machen. Ja. Und die meisten, beziehungsweise alle Wölfe, haben kein Interesse an uns. Die wollen mit uns nichts zu tun haben. Die haben Scheu vor uns und haben vor allen Dingen als allererstes mal Angst vor uns. Ja, und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz eben zu diesem Thema Wahrscheinlichkeit zurückkommen, auf das Thema unterwegs sein mit Pferd, dann haben wir ja gesagt, dass die meisten Rudel sich im europäischen Raum auf weniger wehrhafte Beutetiere spezialisiert haben als ein Pferd. Das heißt, ein Rudel kann, wenn es groß genug ist, niederbringen. Ja. Aber wenn die sich jetzt auf Rehwild oder eben kleinere Beutetiere spezialisiert haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt einen Reiter angreifen, der auf einem Pferd sitzt oder das Pferd selber, das ist nochmal viel, viel geringer. Ja. Ja. Das ist eher noch wahrscheinlicher, dass sie jemanden angreifen, der einen Hund dabei hat. Bitte leint eure Hunde an, lasst sie nicht frei rumlaufen, ja, weil das kann ganz, ganz schnell zu ganz, ganz viel Ärger führen. Wir haben jetzt zum Beispiel bei einem Bärenangriff ja, hier Gesicht schützen, Hals schützen und so weiter hinlegen, totstellen, was auch immer. Was mache ich denn, wenn mich ein Wolf angreift? Ja, also wenn der wirklich, wirklich unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, ist es, also hinlegen, das werde ich jetzt nicht machen, das ist keine gute Idee. Natürlich Gesicht und Hals schützen immer und ja, so brutal das klingt, wie bei einem Hundeangriff auf die Schnauze hauen. Ja, da sind die ja physisch sehr, sehr ähnlich gebaut und sind so beide sehr extrem empfindlich am Geruchsapparat, an der Schnauze. Wenn dich ein Wolf angreift und was ist, wenn dich mehrere Wölfe angreifen? Mit eng. Also wenn du wirklich in der Situation bist, dass sich mehrere Wölfe angreifen, also das ist schon eine sehr, 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 sehr seltene Situation. Diese Gefahr hin, den Alpha-Wolf ausfindig zu machen und zu bekämpfen, sagt man immer so, aha, ob das dir in der Situation gelingt, von den ganzen den Alpha-Wolf da rauszufiltern, schwierig. Also auch ein Bärenspray könnte helfen. Ja, also auch vielleicht, wenn du jetzt in Gebieten unterwegs bist, wo Wölfe sind und du möchtest auf Nummer sicher gehen, nimm ein fucking Bärenspray mit. Na, wir haben jetzt gehört, also das ist sehr unwahrscheinlich und so weiter. Ich hoffe, jetzt sind mal einige da draußen beruhigt, was diese Thematik des Wolfes in Deutschland angeht. Aber es gibt eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir schon angedeutet haben und auf die wir achten müssen, wenn es jetzt wirklich dazu kommt, dass wir von einem Wolf angegriffen werden oder dass wir merken, dass Wildtiere ihre natürliche Scheu vor Menschen verloren haben. Ja, gibt es eine wichtige Sache und das ist? Die Tollwut. Ganz wichtig, falls mal wirklich ein einzelner Wolf oder generell ein Beutegreifer auf euch zukommen sollte und zu euch Körperkontakt suchen sollte, dann auf jeden Fall zum Arzt gehen danach. Ganz, ganz schnell. Tollwut ist extrem gefährlich und extrem tödlich. Du als Biologe kennst dich damit sehr gut aus. Es ist ein Virus, das dich töten kann. Ja, ja. Ja. Und es ist vor allem auch ein Virus, das gewisse Gehirnareale verändert bzw. beeinflusst und unter anderem auch die Gehirnareale, die für diese Angstreaktionen zuständig sind und auch so ein bisschen das Aggressionsverhalten steuern. Ja. Ja. Und das Tollwut-Virus ist tatsächlich ein Virus, das in gewisser Hinsicht zumindest teilweise die Kontrolle über das Verhalten übernimmt. Ja. Und dann, also das ist eine Sache, wo man sehr vorsichtig sein muss, ganz genau. Aber das betrifft jetzt nicht nur Wölfe, sondern das kann auch zum Beispiel einen Fuchs betreffen und auch Hunde und so weiter. Also zusammenfassend. Was macht man, wenn man im Wolfsgebiet unterwegs ist? Hunde an die Leine, auf dem Weg bleiben. Auf jeden Fall auf dem Weg bleiben. Also hört auf, irgendwie kreuz und quer durch die Walachei zu laufen. Das ist nicht cool für die Natur, es ist nicht cool für die Tiere. Und ihr provoziert damit unter anderem, wenn ihr im Wolfsgebiet unterwegs seid, eine gefährliche Situation. Ganz genau. Und wenn wir einem Wolf begegnen, dann versuchen wir nicht in Panik zu kommen. Wir bleiben ruhig, wir machen auf uns aufmerksam. Genau. Und bitte auch so Harakiri-Aktionen, das Harakiri ist an ehrhaften Wolf gedacht, bitte nicht füttern, nicht anfassen, auch wenn die super flauschig aussehen, die Tiere. Genau, und damit wären wir am Ende angekommen. Ein anderes krasses Raubtier Europas ist der Braunbär. Und wenn du wissen willst, wie man sich gegenüber einem Braunbären verhalten muss, um möglichst gut davon zu kommen, dann schau dir gerne das Video hier im Abspann an. Bis demnächst. Tschüss. We'll be right back.